Moin zusammen. So, Sonntagmorgen. Bin ein bisschen müde, keine Ahnung warum. Ich hatte einen schönen Spaziergang. Für die Leute, die es eilig haben, dieses Mal ist das Heft gekommen, pünktlich. Man sieht, es ist noch im recht guten Zustand. Liegt daran, weil ich es nicht abwarten konnte und es donnerstags schon als E-Book gelesen habe. Mein Rhythmus ist normalerweise Freitagabend Perry, das Wochenende fängt an. Im Moment bei meinem Job ist der Samstag ein kompletter Arbeitstag. Von daher habe ich dann gesagt, okay, dann machst du Donnerstag dir mal eine schöne Auszeit. Und ich muss sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Die Erwartungen waren hoch. Ja, nicht schlecht. Ja, diesmal ist es pünktlich gekommen. Das letzte Heft, eben guter Zustand, weil noch nicht gelesen, beziehungsweise als E-Book gelesen. Das kam Mittwoch. Also da sind 2 Tage zwischen den Heften. Was man eigentlich zeigen sollte, wäre das hier. Das ist hier mein E-Book-Reader. Der hat seine guten Dienste getan. Ja. Zum Roman. Kai Hirt, Unterhaltung mit einem Sternenmonster. Das ist die Nummer 3095. Das heißt, wir sind im Endspurt. Der Zyklus geht tapfer aufs Ende zu. Und ja, wie gesagt, das Ding habe ich, ich konnte es nicht erwarten, es zu lesen. Ich habe es Donnerstag schon als E-Book nach Feierabend runtergezogen und gelesen. Und ich bin zumindest nicht enttäuscht worden. Sagen wir es mal so. Ja, die Geschichte war halt dicht gepackt, muss man echt sagen. Sie hatte einen unglaublichen Drive und Schub. Also das ging richtig vorwärts. Dabei ging es zwar wild hin und her. Aber wenn jemand im Chaos des Gefechtes oder der Aktion die Gelegenheit erkennt, dann ist das Perry Rhodan. Das ist nämlich genau das, was Perry Rhodan ausmacht, irgendwie klaren Kopf behalten und Gelegenheit erkennen und nutzen. Geht auch mal schief, aber er findet immer noch eine andere Gelegenheit. Ja, also erzähle ich später weiter. Mach gerade noch die Zusammenfassung. Ja, worum geht es in dem Roman eigentlich? Also im Prinzip, Perry Rhodan hat es mit der Rastschubai in das Sternenrad der Karana geschafft und mit seinem dortigen Pendant, Gegenpart, Widerpart, Anti-Perry, das ist Adaise Shuru, das ist der Konsul der Karana, ficht da so eine Art Spiegelkampf aus. Also im Prinzip, die Rastschubai hat sich versteckt, so 250.000 Sternenaugen. Der Kairaner suchen ihn und er versteckt sich halt, spielt so ein bisschen Katz und Maus. Der Konsul spielt mit Perry Katz und Maus, der spielt mit seinen eigenen Leuten Katz und Maus und ja, das eskaliert so ein bisschen. Ne? Also da war richtig Bums dahinter der Geschichte, das fand ich gut. Also Zyklushandlung, Zyklusrelevanz, also jetzt kommt wirklich endlich Butter bei die Fische. Das ist halt, es ist spannend und es ist was los. Also das ist, sollte der Zyklus eigentlich von Anfang an sein sollen. Also hier passiert was. Es ist Action, es ist nicht langweilig, es ist nicht so, es könnte sein und du, sondern jetzt kommt Butter bei die Fische, jetzt passiert was. Das gefällt mir deutlich besser als am Anfang, muss ich echt sagen. Ja, Umsetzung, Leistung des Autors, es geht zwar wild hin und her, aber es ist schön, Kahirt bleibt auf dem bockenden Bullen sitzen und bringt die Geschichte ins Ziel. Das ist erstaunlicherweise gibt es da so das ein oder andere philosophische Moment, finde ich schön umgesetzt. Also man sollte die Geschichte vielleicht nochmal in Ruhe lesen, aber doch hatte was, also war eine schöne Geschichte. Also wie gesagt, Karriere ist immer eine sichere Bank oder meistens. Also das war schon ganz gut. Ja. So, an der Stelle mache ich einen Cut. Das war so die Kurzrezension. Ja, holen wir noch ein bisschen aus. Wo fangen wir an? Wie gesagt, also Heft, das mit den Heften, das ist so ein bisschen, ich glaube, so ein bisschen Corona-bedingt, das mit den Zustellern. Gut, Heftmarkt ist ein schwankendes Medium. E-Book hat dann doch Vorteile, vor allem was in puncto Verfügbarkeit ist. Man muss nicht irgendwo hinstiefeln, man muss nicht irgendwen durch den Regen jagen. Man bestellt sich das Ding einfach auf einem Reader oder online und hat es dann innerhalb von ein paar Sekunden oder Minuten auf dem E-Book-Reader und kann loslegen. Ich finde das Heft,
als Format, man hat was zum Zeigen, hat was in der Hand, trotzdem schöner. Also ist natürlich so ein bisschen antiquiert, hat so ein bisschen Flair, ist Pulping, Science Fiction natürlich, ist dann wirklich so, ich glaube, der letzte, ja, nicht ganz. Also es gibt noch was Pulpigeres als Perioda natürlich, klar. Ist so, nennen wir es mal einfach Edelpulp. Also da ist schon gutes Zeugs drin. Deutlich besser als manche Hardcore-Perirodan-SF-Fans das meinen. Ja. Also wie gesagt, im Doppelpack mit dem Vorgängerroman. Schöne Geschichte, hat wirklich Drive, da kommt was. Gefällt mir wirklich gut. Also im Prinzip, man merkt, es ist eine Menge los. Es sind wieder viele lose Handlungsfäden, aber das passt zusammen. Das läuft zueinander über. Man merkt, es ist so ein Roman, der auch so ein bisschen da die Fäden zusammenführt zum Ziel. Das macht schon ganz witzig. Ist schon ganz witzig. Also im Prinzip, man merkt halt auch die, ja, was so Intention der Karana war, das sind eigentlich Leute, die sind viel, viel älter als die Menschheit. Die haben schon lange in Dienste der Kosmokraten gestanden. Die Leute haben auch eine lange Tradition, das heißt, es gibt auch also quasi Unsterbliche, halt ähnlich wie Perioda. Perioda hat halt gut, ist dreimal so alt wie der Konsul jetzt, aber man merkt schon, also das ist eigentlich ein Gegner, der ist Peri eigentlich über. Also der ist, ich glaube, intellektuell oder vom Konstruieren von Dingen Peri über. Was Peri halt auszeichnet, ist halt seine Stärke, wirklich im Chaos zu reagieren. Also Peri ist dann wirklich der Analytiker, also wirklich, das macht ihn etwas trocken ab und zu und nicht ganz so spannend wie halt ein Atlan, der richtig, oder ein Bully oder ein Gucki oder ein Ichotolot. Peri ist dann wirklich mehr der nüchterne, der klare Charakter, der einfach guckt, was habe ich hier? Gefällt mir das? Und wenn ihm das nicht gefällt, dann fällt den Arm aus, wischt die Fakten vom Tisch, sortiert sie neu und denkt sich, ich suche mir eine Lösung, die für mich passt. Ob das den anderen jetzt gefällt oder nicht, ist mir dann in dem Moment egal. Also von daher ist Peri da eigentlich ein tolles Vorbild. Ja, das ist so die Stärke wirklich dieses Charakters. Das ist auch die Stärke dieses Charakters, die dafür sorgt, dass wirklich diese Heftserie halt einfach auch dann, wie gesagt, fast 60 Jahre lebt. Also das ist unglaublich. 60 Jahre. Das ist jede Woche ein neues Heft. Das ist schon Wahnsinn. Ja, ich habe noch so ein bisschen drüber nachgedacht. Also im Moment lese ich noch ein anderes Buch. Ich bin noch nicht ganz durch. Das ist hier Hermann Ritters Drei Dekaden, Sci-Fi und Heidentum. Ist ein witzig zu lesendes Fachbuch, sagen wir es mal so. Also sehr persönlich stellenweise. Ich mag so seinen ostwestfälischen Sinn für Humor. Ich weiß nicht, ob er wirklich gebürtiger Ostwestfale ist, aber also wenn einer ostwestfälisch ist, dann er. Sehr gut, sehr witzig. Bespreche ich nochmal extra, wenn ich es durch habe und verstanden habe. Also normalerweise haben wir beim Bucherlesen nicht wirklich ganz viele Notizen, aber hier, das wird langsam voller der Zettel. Ich habe irgendwann angefangen, mal so ein paar Fragen, ich habe, Moment mal, Moment mal. Also ja, ein Buch, das Spaß macht zu lesen, das witzig ist, das besinnliche, philosophische Momente hat, aber auch zum Nachdenken und ab und zu auch mal zum notwendigen Widerspruch anregt. Also es hält einfach ein witziges, gutes Buch, finde ich. Ich bespreche es nochmal, wenn ich es durch habe. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Wie komme ich da drauf? Ja, im Prinzip, während des Lesens dieses Buches ist mir so ein bisschen so, habe ich über Perioda natürlich auch so ein bisschen nachgedacht, über meine eigenen Bücher auch da. Es geht so ein bisschen auch um Religion, um Ethik, Weltanschauung. Gut, ist bei mir auch ein wichtiges Thema. Werde ich auch nochmal darüber reflektieren, wenn ich das Buch durch habe. Eine Sache ist mir aufgefallen, also wenn man sich im Prinzip so das Verhältnis Peri-Bully anguckt, das ist so ein umgekehrtes Captain Kirk-Spock-Ding. Also Perirodan ist so der Typ, das ist der Spock, der auf der Brücke steht, der Captain ist und William Shatner als Captain Kirk ist dann der Bully, so der erste Offizier, die zweite Geige. Ja, ist vielleicht das Erfolgsgeheimnis der Serie. Also man sieht, die Parallelen sind da, nur in umgekehrten Vorzeichen. Macht die Sache vielleicht auch so einen Tacken glaubwürdiger, eine Nummer größer. Ja, also Parallelen sind unverkennbar, denke ich. Ist ganz witzig. Also ja, ich fand's klasse. Genau, so, ja. Viel erzählt, ja.
Wie gesagt, das Buch, ich werde es nochmal rezensieren, also von Kai Ritter, Hermann Ritter, wenn ich es durch habe und verstanden habe und mal ein bisschen drüber reflektiert habe. Ich glaube, das ist ganz witzig, da werde ich auch noch so ein bisschen was zu meinen Büchern da erzählen. Ich glaube, das passt ganz gut zusammen thematisch. Mag natürlich Hermann anders sehen. Gottes Willen, wenn es dir nicht gefällt, sag Bescheid. Ja, draußen, Wetter, also das ist eigentlich viel zu warmes Novemberwetter. Also es tröpfelt, es gibt dicke Regentropfen. Ist also nicht so ein Nieselregen, sondern wirklich so ein, es kommt mal ein Tropfen, mal ein Tropfen. Ja, aber wie gesagt, ich habe die Jacke offen gemacht, bin halt eine Runde spazieren gegangen. Es war gerade halt mal im Moment nicht am Regnen, nicht trocken war es nicht, aber mal warm, war angenehm. War auch relativ windstill, also von daher war ein schöner Spaziergang. Also in dem Sinne. Tut immer gut, macht den Kopf frei, lässt die Gedanken ein bisschen kreisen, man kriegt frische Luft, man kriegt Bewegung und ein bisschen Vitamin D tankt man auch. Ja, in dem Sinne würde ich sagen, wenn ihr noch keine Runde gedreht habt, macht es. Wie gesagt, die aktuelle Perry nur zu empfehlen. Ich muss sagen, so gefällt mir das. Ja, und in dem Sinne freue ich mich auf den Roman der nächsten Woche. Ich glaube, das ist schon so spannend, das geht so nahtlos ineinander über. Da habe ich jetzt irgendwie Lust drauf. Das, ja, finde ich gut. In dem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag und dann bis nächste Woche.